brauchen wir nur noch die Hose und den Helm. Dafür brauchen wir 25, 40 Mal Zitin. Also wenn wir normal Glück haben. Metallwasserhahn. Halt auch geil. Wenn ich irgendwann die Sachen ausbessern, die ich schon habe. So. Brauchen wir noch Holzdecken und so. Holzdecke. Was fehlt mir denn für die Holzdecke? Holz. Eins. Zwei. Noch eine Wand. Gut, dann haben wir das auch. Kann ich die Sachen mal wieder raustun? Aber dass das Viech auch direkt vor meiner Nase hockt, ist halt auch mega gewesen. Voll das Glück eigentlich jetzt gerade gewesen. Dreimal Holzdecke, okay. So. Es geht voran. Es geht voran. So. So. Dann brauchen wir noch eine und dann können wir die Baby-Dudos hier drin, oder? Müsste eigentlich klappen, ne? Wie lange ich noch mache? Wir haben jetzt gerade mal 2,5 Stunden. Ich würde schon noch ein 3 bis 4 Stunden machen. Wenn das okay ist. Ist noch nichts draus geworden. Warte. Ich das oder waren das meine Dinos? Das waren die Dinos, ne? Da liegen schon wieder Eier und Ah. Nee, was mache ich denn? Was habe ich denn jetzt gerade vorgehabt? Das Fleisch unten, nein. In den Räucherofen, zumindest ein Teil davon. Muss ich mal wieder ein bisschen. Nein, nicht. Stapel teilen. Halbieren. Darf das auch noch rein? So. Jetzt will ich eigentlich noch ein paar Urkrebse. Es wird wahrscheinlich eher wieder ein Zufall sein, dass ich einen von den Urkrebsen finde, oder? Höchstwahrscheinlich zumindest. Können ja mal gucken, ob uns einer über den Weg läuft. Was können eigentlich diese Schildkröten? Können die irgendwas Besonderes außer schwimmen? Ist halt gerade mal Level 2. Oder besser gesagt, sie. Ist ja ein Mädle. Das sind doch schon wieder die scheiß Viecher da. Die nervigsten Dinger ever. Genau. Was ich machen wollte, ist, ich wollte gucken, ob ich mal auf die andere Insel da drüben hinkomme. Weil das hier ist ja so eine Insel, die habe ich vollkommen entdeckt, die habe ich mir vollkommen angeschaut. Aber ich würde gern auf die andere Insel mal daneben an, um mich da mal ein bisschen umzuschauen. Sollte ich auf jeden Fall mal ein bisschen Wasser mitnehmen. Cool. Sieht schon cool aus. Mal kurz gucken.
Ist hier so ein bisschen lang. Hoffentlich treffen wir nicht gleich wieder auf eine Schlange. Aber ich finde es gut, wie es gerade läuft. Es macht mir gerade unglaublich Spaß. Ich habe das Gefühl, ich komme gut voran. Okay, da könnte ich rüber, aber nicht mit Jacqueline. Brauche einen angenehmeren Platz oder einen angenehmeren Weg, runterzukommen. Da unten. Oh, hier sind Biber. Eine Schnecke. Ja, cool. Schnecken sogar. Da hinten also. Ja. Wir wollen nicht abstürzen, Jacqueline. Wir wollen uns nicht töten. Wir wollen darüber. Ich will jetzt auch mal ein bisschen mehr erkunden. Meine Frage beantwortet, habe es nicht mitbekommen. Wie lange ich noch mache, habe ich beantwortet. Ich habe, ja. Mistviech. Komm schon, gib auf. Gut. Noch einer? Och Mann. Alter. Was zur? Ja, WTF. Was ist denn da jetzt hergegangen? Jacqueline, ehrlich, du sollst nicht einfach ins Wasser. Ja, lol. Was bist denn du? Bist du putzig? Du siehst aus wie so ein Pinguin. Wie ultra niedlich ist das denn? Süß die einfach sind. Da ist gerade noch einer gewatschelt. Da. Voll niedlich. Nimm ihn mit. Ich weiß aber nicht wie. Ich weiß ja gar nicht, ob das ein Pflanzen- oder ein Fleischfresser ist. Okay, ist es safe, hier rüber zu gehen? Gott, wie niedlich. Voll süß. Alter, hier wurde eine Schlange hergemacht. Wie geil. Oh, wie krass die aussieht. Ist halt mega. Gleich mal Fleisch und Leder einsammeln. Das. Alter, was hat euch denn getötet? Haufenweise tote Viecher. Klickt da jetzt? Gift. Ja, lol. Lol. Wie krass ist das denn? Cool. Ist es mega. Erkunden macht Spaß. Definitiv. Also jetzt sind wir hier gerade mal am Anfang. Das, was wir eh schon mal gesehen haben, von der anderen Insel aus. Jetzt ist das so ein Mistviech. Kann gut sein, dass das gleich nervt. Oder auch nicht. Das ist da so ein Mistvogel. Der könnte nerven und das Viech da könnte nerven. Ja? Willst du Stress?
Klar doch. Stress mich mit dir. So. Noch einer? Hat noch einer Bock? Huch. Oh. Ja. Noch geht's Jacqueline gut. Ja, klar. Alles gut. Darfst ruhig im Lorg sein. Okay. Jetzt müssen wir mal Inventar öffnen. Nicht Nahkampfschaden, darfst du ein bisschen mehr haben. Oh, haufenweise Fleisch hier. Mega, Zitin haben wir auch wieder. Gift interessanterweise. Leder haben wir haufenweise. Mega. I like it. Finde ich gut so, wie es gerade ist. Wie es gerade läuft. Das gefällt mir. Ist nochmal was Totes? Krass. Echt viel Action. Schnecken. Dodos. Hallo Dodos. Niedliche Dodos. Sollte ich mir vorsichtshalber einen Unterschlupf bauen? Ich weiß ja nicht, was hier abgeht, wenn hier Abend ist, Nacht. Eigentlich sollte ich mir auch mal so einen Flugvogel holen. Die eine Sorge ist noch bei diesem Riesenviech mit der riesigen Flosse auf dem Rücken. Ist eigentlich auch ein ziemliches Agro-Viech. Es könnte mir Probleme bereiten, wenn wir das antreffen und nicht flüchten können. Aber ich habe den jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Kann sein, dass der weitergewandert ist. Hallo, Fisch? Sieht aus wie Piranha. Piranha-Fisch. Willst du Stress? Ja? Gern. Oh. Und dunkel. Halt schon cool. Wir sind so weit weg von zu Hause. So unglaublich weit weg. Wir sind am Erkunden. Ja, das gefällt dir auch. Ich weiß, Jacqueline. Ich weiß. Wird dunkler. Schwimmt da hinten was? Oder ist es nur ein Stein? Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Das könnte mir sogar passieren. Ich habe ja keine Ahnung, was mich hier erwartet, so. Aber bisher sieht sie recht ruhig aus. Und Jacqueline ist auch noch ziemlich zufrieden und ruhig. Hier ist es fast schon zu ruhig, oder? Oh Gott. Was läuft da? Ist das das Viech mit der großen Flosse auf dem Rücken oder ist das ein... Nee, das ist so ein Langhals. Okay. Da ist noch ein Langhals. Sehr ruhig. Ja, hier sind so nervige Mini-Viecher.
Mega cool bisher. Und sehr entspanntes Erkunden. Ich hoffe, das wird mir nicht noch zum Verhängnis. Huch, was ist das hier? Kann ich das sammeln? Nö, ich kann das hier nicht sammeln. Immer noch so ruhig. Und hier kann ich nicht sammeln. Warum nicht? Die sehen so verführerisch zum Sammeln aus. Aber eindeutig nicht. Ich darf das hier nicht sammeln. Menno. Hier sind Piranhas im Wasser. Oha, so weit weg sind wir jetzt schon. Wir müssten jetzt so zwischen. Nee, wir müssten jetzt bei 45 rum sein, ne? Hier diese Einbuchtung. Zumindest schaut es so aus. Huch, ich wollte nicht absteigen. Steige mal halt einfach mal ab. Wie nennt man das? Ich glaube Seezunge oder irgendwie so. Könnten wir hier drüber? Ich habe halt Sorge, dass da Piranhas kommen. Versuchen es einfach mal. Okay, wir haben es überlebt. Wir haben auch diesen Übergang überlebt. Baum im Weg. Ein Triceratops. Und Dodos. Immer noch extrem ruhig aus. Krass. Immer schön umgucken. Nicht, dass wir überrascht werden. Wir wollen nicht überrascht werden. Cool. Die Map ist halt einfach echt brutal riesig, finde ich. Ich glaube, wenn man da kurz fliegen kann, ist das ganz anders. Ah. Hallo. 19er. Kommt noch mehr? Mal die Augen offen halten. Schaut nicht so aus. Woher weiß ich eigentlich, ob ich in ein schwierigeres Gebiet komme? Drüben. Jetzt will ich dahin. Vielleicht vorsichtshalber den Speer ausrüsten.